Huhu, Leute, ich bin Flasher, willkommen zu Let's Play Doom. Heute in der Map Komplex für fortgeschrittene Forschung. Soweit ich weiß, sind wir da gerade, ich glaube in der letzten Map, mussten wir in so eine Bahn einsteigen und sind jetzt 80 Kilometer mit der Bahn hier in diese neue Map gefahren, um Olivias Privatbüros ja, zu finden, wo wir dann ein Artefakt finden können, was uns weitere Antworten gibt. Steht bestimmt auch da unten, wenn wir es lesen. Mal gucken. Du weißt jetzt, wo sich Olivias Privatbüros im Lazarus-Komplex befinden. Dort begann die Invasion. Du musst allerdings erst durch den Komplex für fortgeschrittene Forschung, um in den Lazarus-Komplex zu gelangen. Nutze die Werkzeuge, die du unterwegs findest. Aha. Also die Büros sind gar nicht hier in der fortgeschrittenen Forschungskomplex, sondern im Lazarus-Komplex. Aber wir müssen erst durch diesen Komplex hier durch, um zu den Lazarus-Laboren zu kommen. Und ja, wenn man schon den Namen fortgeschrittene Forschung hört, also sozusagen das Fortgeschrittenste, was es hier so auf dem Mars an Forschung gab, ist hier in diesem Komplex. Dann kann sich vielleicht schon der ein oder andere denken, auf was wir wohl in dieser Map stoßen werden. Was so das technologisch Fortgeschrittenste in der Doom oder im Doom-Franchise ist, gerade wenn man an Vernichtungsmöglichkeiten denkt. Weiß vielleicht schon der eine, was wir in dieser Map finden werden. Ich werde es noch nicht verraten. Aber wir werden es auf jeden Fall sehen. Drücken wir mal Leertaste, um fortzufahren. Eine bessere Zukunft. Aha. Dann gucken wir uns gleich auch dann direkt mal an, was wir auf dieser Map machen müssen. Wir kommen hier gerade erstmal noch angefahren. Können uns auch hier schon selbst umgucken. Aha. Erinnert so ein bisschen an Half-Life. Zeit, dass wir uns persönlich kennenlernen. Mein Büro ist im zweiten Oh, die Tür Stock. ist aber spät aufgegangen, ey. Okay, also wir müssen jetzt Samuel Hayden persönlich treffen. Und sein Büro ist hier anscheinend im Komplex für fortgeschrittene Forschung. Das von Olivia halt in den Lazarus-Laboren. So, hier sehen wir sogar noch originale, echte Menschenleichen, die nicht in Zombies verwandelt worden sind anscheinend. Ah, die kann man sogar bewegen, aha. Irgendwie nervt mich das, dass das Ducken hier, dass das ein Toggle ist und nicht. Also, dass das, wenn man einmal Ducken drückt, dass man dann geduckt bleibt. Und nicht nur so lange, wie man die Taste drückt. Muss ich vielleicht mal gucken, ob man das nicht vielleicht auch irgendwie ausschalten kann. So, gucken wir aber erstmal, was wir in dieser Map machen müssen. Also, Flaschenöffner. Führe 5 Schraubenverschluss-Gloricles bei Besessenen aus. Rechten Unterschenkel oder Kopf von hinten angreifen. Aha, also wir müssen an Besessenen, das sind die normalen 0815 Zombies, müssen wir 5 Schraubverschluss-Gloricles machen. Dann doppelt hält besser, interagiere mit 2 Runenprüfungen, gut, dürfte nicht so schwer sein, weil wir eh 100% wollen. Und Versteckspiel findet 2 Sammlerstücke, dürfte auch nicht so schwer sein. Außerdem gibt es hier in der Map, oh, wie viel sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also 10 Secrets, das scheint das Maximum zu sein. 3 Elite-Wachen, eine Feldrunde, 2 Argent-Zellen und 2 Runenprüfungen. Also richtig viel hier in dieser Map. Eine Sache ist mir beim letzten Mal, ich hab eine alte Folge von mir nochmal durchgeguckt, um zu sehen, ob das richtig geklappt hat. Da ist mir aufgefallen, wir hatten hier von dem schweren Sturmgewehr, haben wir das taktische Zielfernrohr ja schon irgendwann mal gekauft gehabt. Das wusste ich gar nicht, dass wir sogar schon mal eine Felddrohne benutzt haben, um hier das hier zu kaufen. Das war mir so gar nicht mehr bewusst. Und eine andere Sache, was hier was mit den Prätorenmarken zu tun hat. Hier unter Geschicklichkeit habe ich immer gesagt, das ist eigentlich alles scheiße. Waffe schneller wechseln, schnell nach Vorsprüngen greifen, Waffenmod schneller wechseln. Da habe ich immer gedacht, das ist total kacke, weil ich das eh alles nicht benutze. Aber gerade das erste, nämlich Waffen schneller wechseln, das mache ich ja andauernd. Ich wechsle ja die ganze Zeit Waffen durch. Von daher ist das eigentlich eine Mastery, die wir echt gebrauchen können. Und darum nehme ich das jetzt auch, glaube ich mal. Gut, schneller nach Vorsprüngen greifen und Waffenmods wechseln brauchen wir echt nicht so dringend. Aber zumindest das mit Waffen schneller wechseln ist, denke ich, eine gute Sache. Und dann machen wir als nächstes jetzt hier das mit den Ausrüstungssystemen weiter. Das sind nur so die Sachen, die mir noch so eingefallen waren. Und dann gucken wir jetzt mal, wie wir weitermachen können. Da ist wieder so ein blödes Holo. Die kann ich irgendwie nicht leiden, diese Hologramme. Ist hier was hinter? Nein. Okay. Also hier ist erstmal nichts. Machen wir mal weiter. Oh, da höre ich schon was Dickes. Oh ja. Hä?
Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Hier können wir direkt wieder ein paar Sachen einsammeln. Was haben wir hier alles? Hier haben wir auch direkt ein paar Zombies, glaube ich. Ich höre die nämlich. Genau. Jetzt können wir erstmal wieder sowas machen, glaube ich. Ja, zwei noch. Okay, und jetzt machen wir so einen Schraubverschluss. Von hinten das rechte Bein angreifen. Und seht ihr, dann dreht man den so den Kopf um. Oh. Und davon müssen wir einfach 5 machen. Zack. Und ich glaube, wir müssen jetzt auch nur noch einen Doppeltrubel-Kill machen. Dann haben wir endlich die Mastery von der Knarre hier fertig. So, bevor ich da hinten weitermache, will ich aber erstmal hier hinten noch gucken, was hier noch war. Oder ob hier noch was war. Denn hier waren nämlich noch so Räume, an denen bin ich gerade vorbeigelatscht. Oder auch was hier hinten noch eventuell ist. Wegen dem einen Mancubus, der da war, bin ich so schnell hier lang vorbeigelatscht. Nicht, dass hier noch irgendwo ein Datenprotokoll liegt oder irgendwas anderes rumliegt, aber sieht nicht so aus. Das finde ich cool, dass hier alles so auf Deutsch sogar gemacht ist. Plan, Zug. Zeit 13:20, Terminal B7. Er richtet mit Blut, Schweiß und Träumen. Steht da? Gressengeneratoren haben. Okay. Sollten die Überköpfe spielen, finden sie in Sorgensbildern an ihrem Platz. Für weitere Hilfen. Blablabla. Aha. Interessant. In dieser riesigen Einrichtung für Forschung. Ja, in dieser riesigen Einrichtung für Forschung und Design interessiert keine Sau. Hier haben wir Toiletten. Können wir uns da spiegeln? Ne, schade. So richtig spiegeln wir uns nicht. Gut, der ist auch kaputt, aber da, wo wir uns spiegeln könnten, das war in Doom 3, war das noch so, da konnte man sich noch in sowas spiegeln. So. Die Toilette ist sogar losgegangen, als ich da hingegangen bin. Ja, die funktionieren sogar alle. Ist ja witzig. Zumindest soundtechnisch, man sieht halt nichts. Okay. Gucken wir aufs nächste. Das schien das Männerklo zu sein, weil da waren Pissoirs. Dann ist das hier das Frauenklo. War hier was? Nee. Okay, ein bisschen was spiegelt sich in dem ganzen Zeug. Da liegt ein Kopf drin. Schön. Kopf auf Toilette. War klar, dass das wieder auf dem Frauenklo sowas ist. So, jetzt können wir da hoch. Und hier weiter. Hier haben wir noch eine Leiche. Dem auch irgendwas in die Stirn reingeritzt. Hatte der auf dem Klo gerade auch schon. Hier finden wir noch mal Munition für die Kettensäge. Und jetzt haben wir hier ein Secret gefunden und finden hier auch direkt die Automap. Das ist immer cool, wenn man die Automap am Anfang von der Map findet. Jetzt haben wir auch sogar was wir lesen können. Bereiche komplex für fortgeschrittene Forschung. Gucken wir mal, was da steht. Der Bau des Komplexes für fortgeschrittene Forschung wurde im Jahr MTC 2136 abgeschlossen. Dieser riesigen hochmodernen Einrichtung für Forschung, Design und Produktion werden neueste Technologie und Fertigungstechniken eingesetzt, um Prototypen aller Art herzustellen. Von Robotern über Waffen bis hin zu Subraumkommunikationssystemen. Sicherheit, Lebenserhaltung und Verwaltung des Gebäudes obliegen Vega, der künstlichen Intelligenz der Argent-Einrichtung. Da im KFF, das ist halt der Komplex für fortgeschrittene Forschung, wegweisende Forschung betrieben wird, ist der gesamte Bau im Wesentlichen ein Faraday-Käfig, der nicht autorisierte Kommunikation von außen zur Außenwelt verhindern soll. Im KFF wurden bereits einige technologische Durchbrüche erzielt, wie etwa die Entwicklung der BFG, Erforschung der Teleportation und kybernetischen Augmentationen. Diese Bastion des fortschrittlichen Denkens zieht die größten Köpfe an und gilt als die wichtigste Denkfabrik für die Zukunft der Menschheit. Ja, also erstmal hier Faraday-Käfig, sowas gibt es tatsächlich. Hier soll das halt sozusagen die Kommunikation zur Außenwelt verhindern. Also sozusagen dieser Komplex, der ist komplett abgeschottet. Da, der hat keine Möglichkeit mit der Außenwelt zu kommunizieren. Alles, was im Forschungskomplex ist, das bleibt auch da sozusagen. Faraday-Käfig gibt es auch wirklich. Zum Beispiel ein Auto ist ein Faraday-Käfig. Das bedeutet, dass wenn zum Beispiel ein Blitz in ein Auto einschlägt, dann ist das Innere des Autos selbst nicht davon betroffen sozusagen. Das heißt, man ist im Auto vor einem Blitzschlag geschützt. Naja, und jetzt haben wir auch schon einen kleinen Spoiler gehört. Hier steht nämlich, es wurden technologische Durchbrüche erzielt, wie zum Beispiel die Entwicklung der BFG. Und das ist das, was ich am Anfang angesprochen hatte, dass technologisch
technologisch hochwertigste, was es so im Doom-Franchise gibt, ist halt die BFG. Eine richtig fette Knarre, die wir auch hier in dieser Map finden werden. So, dann haben wir hier schon die erste Argent-Zelle. Die wir auch direkt mal benehmen. Direkt nehmen. Können wir hier nochmal Armor upgraden oder ist jetzt schon Lebenspunkte dran? Mal sehen. Wir haben noch einmal Armor. Alles klar, dann machen wir das. Dann haben wir Armor jetzt auch komplett upgegradet bis 150. Und ihr seht schon, das Maximum, was man an Armor haben kann, ist 150. Wenn wir aber eine Mega-Health finden, kriegen wir sogar bis zu 200 Armor. Also eine Mega-Health kann uns über unser normales Maximum an Armor drüber hinwegbringen sozusagen. Oh, da kommen noch ein paar Viecher. Da können wir vielleicht noch so einen Doppelkill machen. Jetzt kommt mal. Ah, komm schneller. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir Doppeltrubel endlich fertig. Das war nicht gut, das war falsch. So, dann versuchen wir mal noch ein paar Korkenzieher-Dinger hier. Hinten, von hinten das rechte Bein angreifen, okay. Aua, Sack. Okay. So, einen brauchen wir, glaube ich, noch. Und ich höre hier auch noch welche, genau. Ey. Gut, die haben wir, das haben wir also auch schon mal fertig. So, was brauchen wir denn jetzt noch? Vielleicht noch... Also jetzt müssen wir dreifach Kills, glaube ich, mit der Gauss-Kanone machen. Gut. Aber wir haben zwar jetzt auch wieder einiges an Lebenspunkte, an Armor verloren durch diese Aktion jetzt, aber wenigstens haben wir jetzt die Flaschenöffner-Sachen fertig. Wir gucken mal ganz schnell hier rein. Jetzt seht ihr hier Verbesserungen. Bevor du kannst zweimal mit der Super-Shotgun feuern, das gucken wir jetzt auch mal. Ja, also, wir können jetzt zweimal damit schießen, auch ziemlich geil. Dann können wir mal weitermachen. Sehen Sie sich die Gesichter dieser außergewöhnlichen Frauen und Männer an. Sie sind die besten und klügsten Köpfe, die ergebensten Mitglieder des USC-Glaubens. Sie haben sich das Innerste des USC-Glaubens zu eigen gemacht. Eine Welt der Macht, auferstanden aus dem Feuer. Ihre bedingungslose Arbeit und Hingabe haben ihnen einen Platz in der Halle der Helden angebracht. Tun Sie alles dafür, dass unser Schicksal wahr wird? Arbeiten Sie noch härter und vielleicht schaffen auch Sie es auf die Wand der Helden. Ah, das ist die Wand der Helden. Hier sieht man auch mal, wie Samuel Hayden aussah, bevor er ein Roboter wurde. Gründerverdienstmedaille, aha. Olivia Pierce ist hier nicht dabei, so wie es aussieht. Aha, die ist also nicht auf der... in der Halle der Helden. Hier sind noch ein paar aufgelistet. Die wahre Macht der Argent Energie. Ach, hier sind sogar insgesamt noch mehr. Okay, alles klar. Wird uns in das nächste könnten Zeit vielleicht Entwickler sein. Ist vielleicht, habe ich ehrlich gesagt nicht nachgeguckt, aber kann natürlich sein, dass sich hier... Ah doch, hier ist doch Olivia Pierce. So sah die also vorher aus. Okay, Leiterin der Lazarus-Abteilung. Aha. Ja, vielleicht haben hier die Entwickler auch ihre eigenen Namen eingetragen. Das machen die ja oft bei sowas. So, was? Hier können wir vielleicht drei in eine Reihe kriegen, aber es ist nicht so einfach. Okay, scheiß drauf. Oh. Ja, wir müssen noch Glory Kills machen. Sollten wir auf jeden Fall weitermachen. Weiter Glory Kills. Oh, hi. Wir haben nicht genug Anwärter und ohne Gläubige ist unser Glaube nichts. Ohne sie können wir unsere Arbeit nicht fortführen. Und was für Arbeiten sind das, Olivia? Ich habe seit Monaten keinen Bericht mehr von deinem Team erhalten, oder? Ich hoffe, du kannst Abstand wahren und die Situation kontrollieren. Natürlich. Ich glaube an unsere Arbeit. Aber um Fortschritte zu erzielen, müssen wir noch größere Opfer bringen. Das ist kein Fortschritt, das ist Irrsinn. Der Vorstand hat Verständnis für die spezielle Art von Arbeit, die du hier vorantreibst. Und alle wissen, was diese Opfer für die Menschheit bedeuten. Aber dein Urteilsvermögen ist getrübt. Okay, das ist krass.
Olivia hat gerade irgendwas von Anhängern und Opfern und so geredet. Hört sich das erste Mal so richtig religiös an, eigentlich so sektenmäßig. Bisher hatte hier die ganze USC nicht so den Eindruck gemacht, als ob das so richtig wie so eine religiöse Sekte ist, sondern schon eher so wissenschaftlich und auf extrem Fortschritt ausgelegt. Zwar auch ohne Moral, aber doch eher wissenschaftlich. Und Olivia war jetzt aber hatte eher so ein bisschen Sektenführer-Okkult-mäßiges, so eine Einstellung. Und selbst Samuel Hayden, der ja selbst so eine Einstellung hat mit, ja, wir müssen Fortschritt machen und alles andere ist egal und so, selbst der fand das ein bisschen übertrieben, was Olivia hier so von sich gegeben hat. Hier haben wir noch ein Protokoll, nochmal zu dem Komplex hier. Willkommen, Fürsprecher der Stufe 3. Sie haben die nächste Gedankenstufe erreicht. Ihre bisherigen Vorstellungen wurden durch die Wissenschaft gereinigt und Sie sehen die Dinge, wie sie wirklich sind. Die Macht der Argent-Energie unter Verwaltung der USC wird uns in das nächste Zeitalter der Menschheit führen. Keine Geheimnisse mehr. Ihre Reise zur letzten Stufe beginnt jetzt. Unser Wissen über die pandimensionale Existenz wächst mit jedem Tag. Je mehr wir die wahre Macht verstehen, die aus der Hölle strömt, desto mehr verwandeln wir uns in etwas, das viel größer ist als alles, was wir jemals für möglich gehalten hätten. Ihr Leben als Fürsprecher der Stufe 3 besteht aus mehr als nur Arbeit. Das spirituelle Verständnis, wer wir sind und was wir werden sollen, wächst mit jedem Artefakt, das sie katalogisieren. Mit jeder Waffe, die sie schaffen und mit jedem Ungläubigen, den sie bekehren. Die Angst vor der Hölle zeigt sich als das, was sie ist, eine falsche Emotion, die real scheint. Sie aber haben ihren Geist geöffnet. Okay, das hört sich jetzt auch wieder viel, viel religiöser an. Eher so wie das, was Olivia gerade sagte, als das, was man bisher so dachte, dass das hier wirklich alles normale Wissenschaftler sind. So. Haben wir jetzt bisher hier alles da? Okay, das ist nur Armor da hinten, aber wir scheinen hier erstmal alles zu haben. Dann geht's jetzt in diesem Komplex hier. Also ihr seht auch, die Map ist gar nicht so groß. Hier ist ein großer Raum, dann ist so ein bisschen was dazwischen, dann ist hier nochmal ein großer Raum. Also die Map ist wirklich nicht so groß. Oh. Nee, das war cool. Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Abwicklung abgeschlossen. Gut. Dann werden wir jetzt ein bisschen hier rumfighten müssen. Das ist im Prinzip das Besondere an dieser Map. Man hat hier nur verschiedene, solche hier größeren Räume. Und eigentlich... Hier haben wir drei auf einem Haufen. So, hat auch direkt gezählt. Das müssen wir insgesamt 10 Mal schaffen. Holen wir den mal noch her. Die beiden hier, kommt mal her. Zusammen mit dem hier. So. Das ist der dritte, dann... Kein guter Winkel dafür. Wo sind die denn jetzt alle? So, jetzt aber. Zack, das hat geklappt. Sehr gut. Und sonst immer Glory Kills machen, denn Glory Kills geben Armor und ich glaube, wir brauchen auch noch normale Glory Kills, oder? Was haben wir gerade drin? Genau, Glory Kills haben wir drin. Armor einsammeln und Munitionsgegenstände aufsammeln. Das heißt, das nehmen wir alle mit. Und hier hinten haben wir sogar auch noch ein Berserk. Aber das Berserk werde ich dafür aufbewahren, wenn es hier richtig fett abgeht. Okay, dann wollen wir es mal starten, die Party. Mal Glory Kills. Oh. Mal Glory Kills, wenn es geht. Wer blockt mich denn jetzt da? Glory Kill. Glory Kill. Glory Kill. Ja, das wird jetzt die ganze Zeit so gehen hier mit Glory Kills, wo der da ist. Das Gute ist dadurch, dass wir Glory Kills. Oh. Also dadurch, dass wir Glory Kills machen, kriegen wir auch die ganze Zeit Armor wieder. Was natürlich echt cool ist.
Tada! Okay, jetzt haben wir hier in Summer Nights, geht's glaube ich ein bisschen mehr ab. Jetzt muss ich mir das holen hier hinten, das Berserk. Ich glaube, jetzt kommt ein bisschen mehr Party. Dann wollen wir mal richtig wegfisten hier. Aber ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin, ey. Das hat bisher schon mal ganz gut geklappt, das mit den Gegner wegknallen. Ja, das war cool. Das hat gewirkt. Wie viele Glory Kills haben wir denn jetzt geschafft hier, ey? Ah, wir hatten glaube ich irgendwas mit 30, jetzt haben wir 52, also es hat geklappt.